Servus zusammen, ich bin der Grey Fox und begrüße euch heute zur Closed Beta von For Honor. Ja, was gibt's zu dem Spiel zu sagen? Wie man schon sieht, es ist ein eher kriegerisch angelehntes Spiel. Es gibt eben drei Fraktionen, die Ritter, Wikinger und die Samurai, sage ich jetzt einfach mal so pauschalisiert. Daran sind eben diese Fraktionen angelehnt. Man muss sich für eine entscheiden. Ich habe mich für die Ritter entschieden. Ob man das im späteren Spielverlauf noch wechseln kann, kann ich euch leider gerade nicht sagen. Aber ja, wir wollen uns das auch erstmal anschauen. Deswegen sind wir keine Meister in dem Spiel. Ja, ich bin hier im Tutorial mit der Meuchlerin. Wir bewegen uns ganz normal über WASD. So, dann der Zielmodus über Steuerung und gehen dann eben in Deckung, können mit Alt E wechseln, die auch unsere Aufgabe ist. So, dann seht ihr jetzt über meinem Charakter hier dieses Schild, sage ich mal, mit der Maus drin. Das sind unsere Stand in der Deckung, sage ich jetzt einfach mal dazu. Und das entscheidet, wo wir blocken, wenn wir angegriffen werden. Das haben wir. Gehen wir ins nächste Stück Tutorials. Genau, selbes Prinzip, nur eben müssen wir die gegnerischen Angriffe dann blocken. Upsa. Kann man. Alter, wird der echt schwer. Weil auch erschöpft, wenn man blockt. Und man muss auch die richtige Richtung drücken. So, die nimmt die Dings gar nicht runter da. Macht die ganze Sache natürlich noch ein bisschen trickier, weil mit der Basic Ritterklasse, sage ich jetzt mal, die hat sowas wie hier aua Auslaufen des Blocks überhaupt nicht. Ja, wir haben es geschafft. Gehen in den nächsten Bereich. Greife an, indem du die Deckung änderst. Ja. Selbes Prinzip, so wie unsere Deckung. Nur, dass wir dann eben auch entscheiden, wie wir angreifen. Hier mit leichten Angriffen. Ja. Hier gibt es wieder Unterschiede. Leichte Angriffe eben mit der linken Maustaste. Und dann haben wir noch die starken Angriffe mit der rechten Maustaste. Wie man sieht, bei dem Charakter hier macht das ordentlich Damage. Eben einer der Main Damage Quellen, würde ich jetzt mal sagen, in der Truppe dann. Es gibt hier auch eben ganz normale Ritter, die machen moderat viel Schaden und blocken relativ gut. Dann gibt es noch eben mit Schild ausgerüstet. Und bei den Samurai noch eine vierte Art, dazu kann ich aber gerade nichts sagen, da keinen Zugriff drauf haben. Leider, ärgerlicherweise. Jo, dann gibt es Kontrollpunkte, also diese Eroberungszonen. Um die einzunehmen, müssen wir natürlich der einzige Überlebende in diesem Areal sein. Ja. Erobert, so ein bisschen Conquest-mäßig. So. Dann sehen wir hier unten die Ritter oder Krieger, heißen sie, glaube ich. Erstmal in Zone B. Genau, die Krieger. Das sind quasi die Minions in diesem Spiel. Die schlachten sich gegenseitig ab und greifen uns zwar auch an. Okay, warum ist der jetzt gestorben? Genau. Wir müssen die töten, um eben diese Kriegsfront zu verschieben, was ich eine geile Sache finde. Als
ganz normaler Soldat oder besser gesagt als Charakter, Spielercharakter, meuchelt man die halt mit einem Hit weg, so zack, zack, zack. Das hier gerade mit Assassin's Creed mäßigen Action macht es bei dem Charakter sogar noch viel mehr Spaß als bei anderen. Zack. Dadurch verschiebt sich jetzt die Front, weil von uns sind noch ein paar mehr da. Gehen natürlich vor an die nächste Front und von hinten kommt schon der Nachschub. Typisches Minion-Prinzip. So. Schafft die Quelle. So. Jetzt haben wir die Front verschoben. Kann man wahrscheinlich noch ein gutes Stück weiter drücken. Auf jeden Fall, wir gehen jetzt mal zum nächsten Point. Ja, auch so ein bisschen Letter-Action. Oh, ich sehe gerade, der Punkt hier ist ein bisschen anders als bei den anderen. So, was müssen wir machen? Halte Gegner auf. Zack. Ja, um Angriffen auszuweichen, kann man auch seine Ausweichrolle benutzen. Also halt die Leertaste, Bewegungstaste. Blocken. So. Dann haben wir Rüstungsbrecher. Zack. Eben bei dem Charakter so ein kleiner Stich in die Seite. Ordnung. Und Ganze kann man auch noch toppen, indem man eben Rüstungsbrecher-Schubser zweimal benutzt. Bams gibt's bei uns Face. Dadurch bricht natürlich die Deckung des Gegners noch ein bisschen effektiver, ne? Und in der Zeit können gleich sogar die Teammates drauf einklopfen. So, jetzt erobern wir das Ding wieder. Glückwunsch, Training abgeschlossen. Wir könnten jetzt ins fortgeschrittenen Training gehen. Das würde ich hier aber mal überspringen. Das ist eben dann noch ein bisschen Vertiefung, noch intensivere Kampftechniken quasi. Das ist, um dann wirklich das hohe Potenzial rauszuholen. Wir schauen uns aber noch einen anderen Punkt des Spiels an, und zwar Charakteranpassung. Und hier hat man eben auch die Übersicht, ne? Stoßtrupp, Wehr und die Meuchler gibt es bei den beiden. Und bei den Samurai gibt es den Stoßtrupp, den Meuchler und eben einen Hybrid. Große Reichweite wahrscheinlich. Das sieht so ein bisschen aus, als würde er mit Stab kämpfen. Und wie man hier auch sieht, ich finde die Essenz der jeweiligen Kriegerart ist richtig gut eingefangen, also Samurai halt, ne? Das ist typisch japanische, dann Wikinger, bisschen Heavy Metal halt, wie man das kennt. Odinson oder Skyrim Style, Buddha und eben die Krieger, Ritter, Bär und schon gezeigte Meuchlerin. Ja, für die Meuchlerin habe ich auch schon ein paar Items, deswegen zeige ich euch auch hier mal das Anpassen. Hier kann man eben erstmal Rüstung aufsammeln, das heißt, man kauft sich Rüstung und hofft, dass man was Gutes bekommt. Eben Basispakete, da hat man 3 zufällige Sachen drin, 3 Rüstungsstücke, definitiv oder 3 Waffenstücke. Und Premium ist halt wieder bunt gewürfelt, aber eben 5 Stück statt 3. Und man bekommt eben garantiert 2 Items mit einem höheren Level. Was das heißt, kann ich euch auch zeigen. Aber wenn wir dann auf Anpassen gehen, können wir dann sagen, okay, wir haben jetzt gerade einen Helm bekommen und man hier unten, wie man unten links dann auch sieht, dann auch wieder für die Statuswerte wichtig. Der Debuff-Widerstand geht übelst runter und dann eben die Stufe 3 Ausrüstung hat natürlich ein bisschen besseren Dings. Dann Arme. Da kann ich jetzt gerade gar nicht sagen, was das verändert, dass das nur über dem Item anzeigt.
Standardausrüstung. Können wir jetzt mal anlegen und dann schauen wir uns das mal an. Hier. Wiederbelebungstempo und Ausdauerregeneration geht dafür runter. Also muss man sich entscheiden, wie man das am besten ausrüstet. Finde ich auch eine coole Sache. Ja, Wiederbelebungstempo heißt so viel wie: Wir spielen 4 gegen 4. Ein Teammate von uns wird umgeboxt und dann hat man eben eine gewisse Zeit, ihn wiederzubeleben. Ausdauer ist in dem Fall auch eine relevante Sache, die man im Tutorial nicht. Jeder Charakter hat so ein gewisses Maß an Ausdauer. Das bedeutet, man greift an, verbraucht diese Ausdauer und wenn man die halt komplett aufbraucht, bricht man halb zusammen und ist halt einfach so erschöpft, dass man nicht mehr kämpfen kann, bewegt sich sehr langsam und sollte dann so ein bisschen den Rückzug antreten. Und damit das Ganze sich schneller wieder hochregelt, eben die Ausdauerregeneration. Und dann auch ganz wichtig, das war eins zu weit zurück, die Waffen sind immer drei Bestandteile, sage ich mal. Bei dem Meuchler hier ist es jetzt eben ein Dolch für die kleinen Angriffe, wie vorhin hier beim Rüstungsbrecher, der Stich in die Seite. Die Hauptangriffe, das Schwert und eben bestimmte Punkte beim Schwert, der Griff. Verteidigung im Rachezustand und sowas reguliert man dadurch. Rachezustand ist sowas wie die Ultimate, würde ich jetzt mal sagen. Durch genommenen Schaden oder noch besser, durch geblockte Angriffe lädt man diese Rache auf. Sobald der Balken voll ist, haut man das rein und macht dann mehr Schaden, greift schneller an und sowas. Ja, dann kann man sich hier zur Not auch noch kleine Videos anschauen über die einzelnen Charaktere, wie man den kämpft oder ähnliches. Dein Fortschritt, was man mit diesem Charakter gemacht hat, Siegesquote 100%, ja, bei einem Spiel nicht schwer. Könnte natürlich auch 0% sein, aber das Glück war mir hold. Ja, dann gibt es eben einen Shop. Hier in der Closed Beta ist es eben so, dass man nur das Spiel selbst kaufen kann. Soziales ist eben Freunde, Gruppenverwaltung, die Gruppe aus, wie gesagt, bis zu 4 Spielern. Optionen sollte sich auch selbst erklären. Und ganz schönes Feature direkt von Anfang an. Man kann eben auch einfach mal ein benutzerdefiniertes Spiel starten. Komplett festlegen, was macht man denn. Und da kann man eben auch zu 8 Leute dazu einladen. Oder die können halt dazu joinen, wenn man das erstellt hat. Und schnelles Spiel haut einen einfach irgendwo rein. Und Multiplayer hat man dann eben die Wahl. Ob man ins 1 gegen 1 Duell, 2v2 oder 4v4. Je nachdem, Handgemenge, Duell oder Herrschaft. Und hier sieht man auch schön Aktionen. Hier oben sind die Wikinger, hier die Ritter und hier die Samurai. Und hier oben ist die Territorienverteilung. Auch ein cooles Prinzip. Alle einer gewissen Zeit findet eben so eine Schlachtentscheidung statt. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass dann berechnet wird, welche Seite hat wie viele Schlachten gewonnen und gegen welche andere Fraktion. Und dann werden die Territorien neu verteilt. So, hier sieht man 21, 20. 19. Und die Zahl drüber ist eben, was ist dazugekommen oder was ist weggegangen. Das heißt, noch vor ein paar Stunden hatten die Ritter eben 29 Territorien und die anderen beiden viel weniger. Kann sich immer hin und her verteilen, hat so ein bisschen den Flair wie bei Planet Sides. Und ja, so funktioniert quasi das Spiel. Im Duell ist es dann eben so, dann spielt man im Regelfall 3 Runden, also 3 von 5. Best of 3, die Best of 5, so rum. Entschuldigung, mein Kopf ist heute ein bisschen. Ja. Handgemenge habe ich noch nicht reingeguckt, wird wahrscheinlich ähnlich sein. Und Herrschaft ist dann eben das, wo wir auch gerade trainiert haben, gehe ich mal von aus mit den Minions. Event kann ich leider gar nichts zu sagen, weil es gibt halt derzeit einfach kein Event. Vielleicht ist es ja hier, nächster Zug.
Ja, was gibt's noch zu sagen? Das Spiel erscheint regulär für alle am 14. Februar. Und ja, wird halt ein ganz normales Vollpreisspiel. Ich persönlich werde es mir wahrscheinlich zeitnah zulegen. Also direkt in die Must-Have-Liste bei mir gerutscht. So, ja. Ich danke euch an der Stelle fürs Schauen und würde ganz gerne auch eure Meinung zu dem Spiel wissen. Was haltet ihr davon? Wie seht ihr das? Packt das gerne in die Comments. Und wenn euch das Ganze hier zugesagt hat, dann lasst das Däumchen da. Ja, in dem Sinne, wie immer, haut rein. Bis die Tage.